Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Metro 2033. Tja, meine lieben Freunde, was ist passiert im letzten Part? Wir sind ja hier mit dem guten Burden, sind wir von der Totenstadt hier in dieser Zwischenstation gelandet. Und ja, hier hatten wir auch ein bisschen Feuergefecht gehabt. Feindlichen Beschuss. Und ja, zu guter Letzt ist der halt von uns gegangen, noch der Burden. Und wir sind aber jetzt auf Khan getroffen. Und mit denen... Okay, wir lassen das Licht an. Alles, was du sagst. Können wir nochmal gleich gucken, ob wir das vielleicht aufladen müssen? Nee, müssen wir nicht. Und mit dem guten Khan sind wir jetzt hier zurück wieder in so einer komischen, ja... Ich sehe jetzt hier auf jeden Fall Schienen. Also eine richtige Metro scheint das jetzt hier nicht zu sein. Aber wir dürfen gespannt sein. Immer nach vorne schauen. Was das denn? Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Alter! Ach du Scheiße! Wir müssen daran vorbeigehen. Nicht die Silhouetten berühren. Konzentrieren. Alter, krasse Scheiße, oder? Alter! Hammermäßig gemacht, ey, ehrlich. Ja, und das Spiel bringt doch auch immer wieder so hier und da so seine Schreckmomente schon mit, ne? Actionreich, Horror und eine Mega-Story. Mama? Das alles. Wo bist du? Bekommt man bei Metro 2. Zu sehen. Okay. Erstmal diese Scheiße. Alter! Bitte? Was war das denn? Sei hier vorsichtig. Es ist ein gefährlicher Tunnel. Ja, ja, das habe ich eben schon mitbekommen. Ach du Scheiße! Warum bin ich da eigentlich gestorben? Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Ach ja, das Licht. Richtig. Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Da, sehen wir nochmal. Alter. Das ist einfach nur mega gemacht. Wir müssen daran vorbeigehen. Nicht die Silhouetten berühren. Alter. Ich frage mich jetzt aber gerade nur, was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Hier drinnen. Muss ich denn hier gleich irgendwo weg oder so? Oder zurück oder raus? Oder? Mama, wo bist du? Khan, willst du nicht lieber vorgehen? Ich habe jetzt hier ein bisschen... ein Bammel. Ah, okay, ich hätte halt nur nicht gleich weitergehen dürfen. Das war mein Fehler. Ja, Leute, und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Metro. Freue mich auch immer über jeden Like, Kommentar. Sehr, sehr cool. Von zur Seite, Artyom. Alter. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Das ist richtig krass, Alter. Hammermäßig gemacht hier alles, wirklich. Gehen wir. Und nur aus diesem Grund, weil ich
Last Light schon so gefeiert habe, dachte ich mir so, ey, das musst du auf jeden Fall auch noch Let's Playen hier, dieses Metro 2033. Das konnte ich gar nicht auf mich sitzen lassen. Absolut nicht. Dann könnt ihr euch ja... nach vorne schauen. Alter. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Und das sind die? Folge mir, aber bleib hinter mir. Okay, Mann. Geh vor. Castonel Apio Asterio Manto. Castonel Apio Asterio Manto. Alom rom om. Alom rom om. Castonel Apio Asterio Manto. Castonel Apio Asterium. Alom rom om. Alom rom om. Baum, chicke, baum, baum. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Okay. Dein Geheimnis ist... Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Dein Geheimnis ist gut bei mir aufge... bewahrt. Glaube mir. Okay. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel... Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden, meinst du nicht auch? Alles, was du sagst, Khan. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, halt. Nee, schade. Und ich sollte jetzt doch vielleicht mal gucken. Mal wieder ein bisschen die Batterie aufladen. Der hat auf jeden Fall wieder ein bisschen Munition für uns. Vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, wenn wir hier unten die Schrotflinte benutzen. Die Räumlichkeiten sind doch hier wieder recht klein gehalten alles. Daher, Scheiße! Sorry, Alter. Da halte ich es doch für schlauer, eine Schrotflinte zu nehmen, oder? In so kleinen Räumen hier. Wo alles sehr bedrückend auch wirkt gleichzeitig. Das ganze Spiel ist irgendwie bedrückend. Aber das ist es ja, was ich so liebe. Was ist das? Khan? Ja. Und jetzt? Soll ich zur Tür oder? Oh nein. Hm? Nein! Scheiße, ich komme nicht mehr raus. Khan, schieß! Alter! Verdammt, dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Alter! Oh. Du heiliger Bimbam. Ich finde, die Leichen sind hier auch noch viel krasser gemacht, ehrlich gesagt, ne? Vielleicht, durften sie das so nicht mehr wirklich zeigen. Wie sehr zerstümmelt die hier sind. Zerstümmelt, zerstückelt. Khan, wir gehen. Ja, da kommen wir auch nicht durch. Okay, ich muss das hier noch ein bisschen abfackeln. Ich bleib hier sonst überall hängen. Geh mit meiner Laterne. Und meine Laterne mit mir. Zack. Konzentrieren. Schon wieder? Sage mal. Ist hier noch irgendwas? Scheint nicht so. Außer ein paar Schädel und diverse Knochen. Das ist einfach wirklich auch immer wieder total der Hammer. Diese Atmosphäre. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie, nicht bewegen.
Wie nicht bewegen. Ach, jetzt hört das auch erst. Was ist das? Nicht bewegen. Ja. Was ist das? Khan. Khan. Artyom, was machst du? Ich mach gar nichts. Sind wir jetzt tatsächlich gestorben, weil ich mich die ganze Zeit bewegt habe? Also geguckt habe? Ach du Scheiße. Verdammte Axt. Alter Schwede, ist ja Hammer, wa? Konzentrieren. Okay, jetzt halte ich den aber wirklich still. Ach du Scheiße. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie, nicht bewegen. Zack. Nicht bewegen. Nein, 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 jetzt mache ich gar nichts. Alter. Was ist da zum Teufel? Alter, krass. Wir nennen das eine Anomalie. Ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Aha. Psst. Schon wieder? Ich glaube, das war jetzt mit dem Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Das war gerade ein wahres Wort, ne? Man sollte nicht immer gleich voreilig urteilen über Sachen, die man halt oder worüber man gar nicht so wirklich was versteht oder wie auch immer. Oder sich nicht mit auskennt. Da sollte man doch vielleicht manchmal lieber erst seine Fresse halten, ne? Genau das ist doch, was du damit sagen wolltest, Khan. Einfach mal die Fresse halten. Alter, die ganzen Leichen hier. Ach, Scheiße! Jetzt reicht's. Jetzt reicht's! Wenn ich den mal treffen würde, ne? Achtung, die Viecher kommen zurück. Alter! Ich wollte gerade sagen, von wo denn, aber... Die halten aber gut was aus, Junge! Plan, umdrehen und Feuer! Oh nein, jetzt kommen hier noch wieder ewig viele. Nachladen, nachladen, nachladen. Momentan geht's uns doch ganz gut. Alter, wie viel? Aber Khan, ich merke, wir sind ein super Team, Alter. Noch mehr? Okay. Ich vertraue dir, ich muss mich nicht ein... Nein. Alter. Ist es vorbei, Khan? Live-Demonstration, ja super. Der hat noch was für uns. Medikits. Der ebenfalls.
Nee, der hat leider nichts. Schade. Hier wäre noch ein bisschen Munition. Werden wir mal gleich nochmal nachladen. Ach, du Heilige. Jetzt setzt doch gerade ein bisschen Musik ein. Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin. Wir haben ja diverse neue Einträge bekommen. Oh, wir haben schon wieder so viele verpasst hier. Die tote Stadt, da haben wir nicht. Alter. Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Felix, Junge, ganz ehrlich mal. Also, so schlecht waren wir bei Last Light auf gar keinen Fall. Du großer Gott. Nee, wirklich viel gefunden haben wir bisher noch nicht. Ach, naja. Was soll's. Bitte was? Was hat er gesagt? Der Turm? Was ist das denn hier? Der Gerät. Okay. Setzen wir uns mal mit drauf. Hey, was war das denn gerade? So ein Bug. Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Ja, ich hoffe natürlich, dass ich... Du musst nicht antworten. Von vorne? Oh, oh, scheiße, Alter. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können nirgendwo hin. Wie trostlos das alles ist, ne? Und traurig eigentlich, die Geschichte. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Ach du Heiliger. Die verfluchte Station. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Okay. Wir werden euch helfen, Leute. Ja, hierher. Da seid ihr. Hi, Leute. Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Ja. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Natürlich. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Ach. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Wie sollten wir das machen, bitteschön? Ach, du Heiliger. Und guckt euch mal dieses Schlachtfeld hier schon an, Leute. Ach, du Scheiße. Ja, und ob wir diese komische Bombe überhaupt finden werden und ob wir die dann, wenn wir sie gefunden haben, überhaupt zünden können und noch rechtzeitig wegkommen. Das und noch mehr. Das und noch mehr sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich bis hier natürlich wieder für Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und... Alter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal wieder. Also Leute, macht's gut und ciao.